Wir sind auf unserem morgendlichen Bottine-Spaziergang gerade. Es ist jetzt kurz nach 8 morgens. Und da die Kleine sehr viel Energie hat, ich muss die Kamera in die andere Hand nehmen, sehr viel Energie hat und durchdrehen würde, wenn man den ganzen Tag zu Hause bleiben würde, gehen wir morgens immer spazieren, dann gehen wir immer an den Strand und so komme ich auch ein bisschen raus und habe ein bisschen frische Luft am Morgen und komme ein bisschen in die Gänge und sie ist auch zufrieden. Genau, also das machen wir in letzter Zeit eigentlich jeden Morgen und danach geht es entweder ab in den Kindergarten oder wir machen irgendwelche anderen Aktivitäten. Heute ist vor dem Kindergarten noch so eine Musik-Playgroup, wo man tanzen und singen kann und das findet sie auch ganz super. Also gehen wir da noch hin und danach in den Kindergarten. Look, can you see the beach? Can you see it? There it is. Oh mein Gott, heute ist das Wasser aber echt flach. Wow, und man kann die Südinsel sehen. Sieht man das auf der Kamera auch? Da sind so Wolken und hinten dran Berge. Das ist die Südinsel. So, ich habe jetzt das Video von diesem Wochenende geschnitten, wo wir in Hamner Springs waren. Oh Mist, ich muss die Wäsche noch machen. Ups. Und jetzt treffe ich mich gleich mit meiner Freundin am Strand. Es ist sehr schönes Wetter draußen. Und dann muss ich die Kleine auch schon wieder vom Kindergarten abholen. Dann gehen wir wahrscheinlich noch auf den Spielplatz. Und dann ist auch schon wieder Abendsessenzeit und dann ist der Tag auch schon wieder rum. Es geht immer so flott. So, es ist jetzt kurz nach 3 und ich habe Bananenbrot gebacken. Da ist es in der Box. Das ist so lecker. Oh mein Gott. Ich habe keinen Zucker reingemacht. Oh shit. Hier ist ein bisschen nass. Der Flug kommt gerade und da, wo ich gerade langlaufen will, ist schon Wasser. Ja, schade. Ich habe keinen Zucker reingemacht, weil ich habe hier schon etwas zugenommen und ich möchte das eigentlich nicht. Und deswegen versuche ich mich jetzt so gesund wie möglich zu ernähren. Und es, also mir schmeckt es auch mega. Also es ist nicht so, dass ich das ungerne esse, sondern ich mag es halt generell, mich gesund zu ernähren. Und deswegen bin ich sehr stolz darauf. Meine Hausfrau findet es nicht so lecker. Oh, jetzt muss ich rennen. Aber ich finde es richtig lecker. Schaut mal, das ist so schönes Wetter. So, so cool. Can you bring the sunglasses back to us? Ich habe sie jetzt vom Kindergarten abgeholt und wir sind jetzt noch auf dem Spielplatz, beziehungsweise auf so einem Park. Und ich lasse sie jetzt noch ein bisschen rennen, damit sie noch ein bisschen Energie verbrennen kann. Und sie liebt es, Enten zu jagen. Ich denke immer so, oh, die armen Tiere. Aber sie liebt es, also soll sie es tun. Und es ist wieder Bath-Time. Mama, Bath! Kick your feet! Und zum Abschluss des Tages gibt es noch ein Picknick. Und schaut euch mal unsere Aussicht an. Wir sind auf dem Berg. So, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Tag. Heute ist Dienstag und wir waren schon schwimmen und im Kindy Gym. Normale Kinder sind nach dem Kindy Gym ausgepowert, meine aber nicht. Deswegen müssen wir ins Kindy Gym und danach schwimmen. Ich finde es immer mega anstrengend, aber es macht auch Spaß. Und wir sind jetzt mit dem Schwimmen fertig. Und would you like to have a fluffy? Yes. And a cheese gun? Yes. Ja, jetzt gibt es noch Mittagessen. Und heute Nachmittag gehen wir dann wahrscheinlich an den Strand. So, jetzt haben wir hier ein Picknick. Ups. Normalerweise essen wir immer Cheese Scone, nennt sich das.
Das ist so einfach so eine Art Brötchen mit Käse drin. Das ist übel, übel geil. Aber where is this cheese gone? It's all gone, but we've got another bread or something. Heute ist es halt kein Cheese, sondern noch mit Gemüse drin. Sieht aber auch mega lecker aus. Mal schauen, ob sie es isst. And a doggy! What noise does a dog make? Ein neuer Nachmittag am Strand. Es macht echt viel Spaß heute, weil es so schönes Wetter ist. Und Spaß. Und meine Freundin von gestern ist auch wieder dabei. Und ihr Kind auch. Und es ist echt schön. Stones? There were stones in the water, weren't they? Guten Morgen zu Tag 3 aus dieser Woche. Mittwoch ist heute. Ich hatte heute die Kleine seit 10 nach 6. Viertel vor 6 hat mein Wecker geklingelt und dann um 10 nach kam sie in mein Zimmer. Dann haben wir Frühstück gemacht und ein bisschen gespielt und dann haben wir uns angezogen und jetzt gehen wir mit. Yeah, I help you. Oh, well done, you put your socks on. Look at this. Big girl, yeah, well, fast. Fast hast du es geschafft. Now I hold it. There you go. Puppy. Yeah, I'm coming. Take your baby. There you go. Well done. So, wir machen uns dann jetzt auf den Weg. Musik aus. Zur Playgroup. Und zwar gibt es jede Woche von Au-pair-Link, von meiner Au-pair-Organisation, eine Playgroup organisiert. Und die ist immer mega cool. Da kommen immer ganz viele Au-pairs mit ihren Kindern. Und dann ist jede Woche so ein bestimmtes Motto. Letzte Woche haben wir zum Beispiel mit Schleim gespielt. Sehr eklig, aber für die Kinder perfekt. So richtig messy und dreckig und so. Wir mussten auch Wechselkleider mitnehmen. War richtig cool. Und heute basteln wir Weihnachtsdeko, weil es ja bald Weihnachten ist. Und da gehe ich immer voll gerne hin, weil das macht immer echt viel Spaß und meine Kleine findet es auch super. Von dem her machen wir uns jetzt auf den Weg. Lips. Oh, look. I'm morning tea. Can you hold this? Good girl. We're gonna put this in your bag. Come, come. There you go. One, two, three. Oh ja, fast. And that's for Fabi. Es ist trockenes Toast mit Butter. Geil. Voilà. Good girl. Fabi. Okay, meine Kameratasche auch. Fabi. Well then, thank you very much for your help. Oh, well done. Lots of glue. Lots of glue. And some glitter. Some glitter now. Yeah. Oh, pretty. Maybe another color. What about silver? Als Au-pair gehört nicht nur dazu, auf die Kinder aufzupassen, sondern man muss auch putzen. Und heute ist Mittwoch und Mittwoch ist immer mein Putztag. Und deswegen muss ich jetzt saugen. Smile! Let's get you dressed and we can go to the zoo. Oh, Fabi-Schön! Have you got poos? Okay. Bye. So, einen wunderschönen guten Morgen zum Donnerstag. Heute habe ich euch ein bisschen meine Morgenroutine sozusagen gezeigt. Wir machen immer Frühstück zusammen und
Danach ziehe ich sie an und wir putzen zusammen Zähne. Und dann machen wir meistens die Aktion. Heute ist die Aktivität. Heute ist die Aktivität der Zoo. Mal wieder. Sie liebt den Zoo und ich finde es eigentlich auch echt schön dort. Für uns ältere Leute, ist es halt ein bisschen langweilig, wenn man jede Woche in den Zoo geht. Aber die Kleine liebt es, also gehen wir hin. Und ich treffe mich wahrscheinlich noch mit einem anderen Au-pair dort. Der ist auch immer ganz cool, dann machen wir so ein Playdate. Genau. Und da fahren wir jetzt los. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, Morning Tea, unseren morgendlichen Snack, den wir immer haben, in Wellington an der Waterfront zu essen. Meine Kleine liebt Fluffy. Das ist einfach so Milchschaum eigentlich, also aufgeschäumte Milch. Und sie liebt es über alles. Und ich trinke dann immer Chai Latte oder Mochaccino oder sowas. Und sie kriegt einen Fluffy. Und dann essen wir immer unser Morning Tea. Das sind meistens Trauben und Kekse und sowas. Und das essen wir jetzt hier an der Waterfront in Wellington. Und es ist, ich dachte eigentlich, es ist schönes Wetter heute, aber irgendwie ist es voll bewölkt hier. Es ist nicht ganz kalt, aber ja, okay, sie ist warm. Sie hat eine kurze Hose an, aber sie ist trotzdem warm. Ja, und die Waterfront in Wellington ist so wunderschön. Das ist halt so eine Promenade am Meer entlang, am Hafen. Und da trifft man sich halt immer. Und gestern zum Beispiel hatte ich noch Probe abends. It's not hot. You can eat, drink it. Okay. Good girl. Yeah, you can drink. Gestern Abend hatte ich ja noch Probe und dann kam ein anderes Au-pair das erste Mal mit. Und das war echt cool, weil dann hatte ich jetzt auch jemanden so zum Reden sozusagen. Und dann sind wir danach auch noch an die Waterfront gegangen und haben noch Pizza gegessen. Und das war halt echt richtig schön. Und man kann dann über die ganzen Suburbs von Wellington schauen in der Nacht und es leuchtet alles und das ist echt schön. Das ist halt so ein Treffpunkt hier. Und da sind wir jetzt. Wenn wir Morning Tea getrunken haben und gegessen haben, dann gehen wir in den Zoo. Auf meinem Bett. Dann habe ich sie in den Arm genommen. Bless you! Und dann ist sie nochmal eingeschlafen in meinem Arm und irgendwann ist sie dann in mein Bett gekrabbelt und hat sie dann nochmal eine halbe Stunde geschlafen. Und ich so, chillig, habe ich noch gelesen. Aber ich musste auf meinem Boden sitzen dann. Oder auf dem Boden sitzen, weil sie in meinem Bett geschlafen hat. Ich hoffe, man hört mich, weil es hier so windig jetzt gerade ist. Wir sind jetzt gerade bei unserem Lieblingsspielplatz. Das ist so eine Parkanlage. Richtig, richtig schön mit einem riesengroßen Spielplatz und See und ein Zug ist hier, der fährt zwar nie, aber es ist ein Zug hier und schaut mal, wie schön das ist. Dann ist halt immer voll das große Meeting und dann spielen immer alle Kinder zusammen und die Au-pairs können sich austauschen und so. Das ist halt richtig, richtig cool. Und das ist immer jeden Donnerstag haben wir so unseren Stammtisch sozusagen da eingerichtet. Und es ist immer donnerstags nachmittags. Wieder zu Hause.
Es ist jetzt Abendessenszeit und ich muss ihr jetzt Essen zubereiten. Are you coming, darling? Come, let's go and have some Kai. Good girl. Genau, es gibt jetzt Abendessen. Ich muss ihr Essen warm machen und unser Essen auch noch. Keine Ahnung, wie ich das gleichzeitig machen soll. Wahrscheinlich esse ich dann erst so um 8 heute Abend oder so. Und wenn ich sie dann ins Bett gebracht habe, dann ist noch heute so eine Meeting Group mit den anderen Au-pairs. Und da essen wir immer Brownie. Oh mein Gott, das ist so lecker dort. Das ist immer so mein Treat für die Woche. Das ist mein Essen für heute. Gnocchi mit Zucchini, Tomatensauce und Babyspinat und Parmesan. Yummy! So, das war's jetzt auch für diese Woche. Ich habe meine Kleine jetzt ins Bett gebracht und sie schläft jetzt nebendran, deswegen kann ich nicht mehr so laut reden. Aber ich beende jetzt diesen Weekly Vlog schon donnerstags, weil wir morgen nämlich, oder ich fahre morgen mit 3 Freundinnen von mir nach Napier. Da gibt es so einen neuen Water Splash Park. Oh mein Gott, da freue ich mich schon mega drauf, weil das ist halt so ein riesen Schwimmbad mit Rutschen und Attraktionen und so ein Kram. Und ich liebe sowas. Und da freue ich mich jetzt schon mega drauf und da mache ich dann halt einen eigenen Vlog. Ich bin hier gerade schon am einmal Wäsche zusammenlegen von der Kleinen und meine Tasche ist auch schon fast gepackt. Und genau, später gehe ich wie gesagt noch in die Coffee Group. Wir nennen das immer Coffee Group, aber man trinkt eigentlich keinen Kaffee. Da esse ich immer einen Brownie. Falls ich noch nicht erwähnt habe, ich liebe die Brownies dort. Das ist immer so mein... Das habe ich schon erzählt. Naja, egal. Ich liebe es halt. Und deswegen wünsche ich euch jetzt eine schöne Woche. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende gehabt, weil wenn ihr den Vlog seht, ist ja Montag. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Den nächsten Vlog könnt ihr dann anschauen, wie wir im Water Splash Park waren. Das wird der nächste Vlog. Also freut euch drauf. Das wird echt cool. Ich hab euch ganz arg lieb. Tschüssi. You failed. But thanks for trying. Wir haben unser Brownie.